guten Morgen, meine Freunde. So, hier ist wieder der Jünter. Oh, morgen ist Luau, Leute. Endlich wieder Luau. Endlich wieder ein Feiertag, an dem wir mit Leuten reden, die total unmotiviert die gleichen Sachen rätseln. Hallo, Schatz. Ich habe den Morgen damit verbracht, ein paar Zäune zu reparieren. Sie sollten jetzt besser als wie neu sein. So, das ist die. Du hast es getan. Ich bin beeindruckt. Genieß deine Belohnung. 10.000 Gold erhalten. Okay, also das war jetzt dafür, dass wir den als 25. Level in der neuen, in der ja, Totenkopfschlüsselhöhle erreicht haben. So. Ja, ist wieder Luau mit dem Potluck, wo wir wieder was reinwerfen dürfen. Super, duper, mega toll. Aber irgendwas ist immer. Suchen wir uns morgen wieder was aus, was wir reintun. Heute ist erstmal Gunter Time. Stop! Gunter Time! So, hier hinten hat sich ein wütender Hähnchenmob gebildet. Habt ihr das gesehen? Die mir ganz subtil mitteilen wollen, dass sie, so, Moment. Ich leide momentan unter einem, nennen wir es mal, gut gefüllten Inventar. So, jetzt erstmal. Nein. Enteneier. Nein. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist ja schon wieder hier kompliziert. Schande. Ach, hier, Sepp kommt weg. Dann können wir die leer machen, dann kann ich die hier reintun. Und mir noch dieses einnehmen. Das kann ich da auch reintun. Nee. Nee, gut, wir sind trotzdem voll. Ich muss erstmal. So, die Kampfkiste. Oder die überflüssige Kappeskiste. Nennen wir sie doch mal so. So, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Schleim kommt mit rein. Mayonnaise, nee. Aber die Essenzen kommen mit rein. Dann können wir halten, können verkaufen. Dam, 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 dam. Rabbit's Foot, Purple Mushroom. Ich tue das jetzt erstmal alles hier rein, was heute nicht für uns direkt relevant hat, damit ich jetzt den Platz im Inventar habe. So. Ach ja. So. Guten Morgen, meine Freunde. Und Kühe und mit Kühe und mit Schweine und was ihr, was weiß ich denn hier. Nein, ach Mensch, Günther, jetzt geh mir doch nicht mit dem. Geht doch. So. Erstmal wieder. Meine Supermädels. Die, auf die ich mich immer verlassen kann, eigentlich. Jetzt die zweite Reihe. Hm. Merkt er was? Gut, zumindest dafür reicht. Und ja, Pickledy und Frederik irgendwie in letzter Zeit nicht so krass am Rumtrüffeln. Drücken wir es mal so aus. Da haben wir schon produktivere Zeiten erlebt. So, dann brauchen wir jetzt noch die Ziegenmilch. So. Aber wir sollen ja, ich will da auch gar nicht so sehr drüber rummeckern. Dann hat ja alles sein Gutes, weil nur so brauchen wir kein zusätzliches Ansetzen, wo das alles reinpasst. Und ihr wisst ja und sowieso. Und genau. So, Iridium haben wir jetzt 13. Das finde ich sehr schön. Kopperohr auch über 150, auch vollkommen in Ordnung. Sehr, sehr schön. So,
jetzt gucken, ob wir irgendwas für den Gunther haben. Hier bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Nee. Hier müsste auch schon alles bekannt und begunthert sein. So. So. Aber dass die Zäune repariert, finde ich cool. Das ist praktisch. Das ist Gunther. Ja. War hier noch irgendwas Begunthertes? Nö. Nö. Also bloß noch Sachen verkaufen, damit noch mehr Platz im Inventar ist. So. Moment, das Bauzeug kann man auch noch in die Ecke bringen. Weil Platz und so, wisst ihr ja. Alter, wie viel Stein wir auch schon haben. Das ist auch... Boah, naja. Wird alles noch mehr. Das wird sich über die Zeit einfach nicht vermeiden lassen. Ne, heute nicht. Heute nicht, Endgegner. Die schon da steht. Wenn ihr noch das alte Super Mario kennt, wo man... Also das erste... Die steht so da wie Donkey Kong oben, so immer auf der höchsten Ebene. Man erwartet fast, dass sie mit Fässern wirft. So, mach mal hier Geoden, mein Freund. Ach gut, Gold, ist okay. Tiger's Eye, Kohle, auch gut. Shiny, Jamborite. Gut, was auch immer, das ist Stein, super. Kupfer. Auch gut. Ein Zwergenhelm, gut, den haben wir ja, glaube ich, schon. Iridium. Sehr gern mehr davon. So, Ocean Stone, noch mehr Kohle. Das hat man, glaube ich, schon. Also Malachit, bin ich mir ziemlich sicher. Silber. Barbüt. Das ist ja cool, das sieht aus wie ein Bär. Kupfer. Granit bestimmt. Limestone, okay. Fire Quartz. Was ist das? Basalt. Lehm. Okay, Lunarit. Ist das Mondgestein? Kann das jemand eruieren? Ist Lunarit Mondgestein? So, fertig. Fertig. Und das trotz größerer Anzahl an Geoden. Mal gucken, ob er jetzt überhaupt was nimmt. So. Na, zumindest ein bisschen was. Was haben wir denn da? So. Packen das mal hier hin. Das Hühnchen. Wo tun wir denn das Hühnchen hin? Jetzt kommt hier die Mitte. Den Bären. Buried. Der ist kurios. Den tun wir auch mal mit hier hin. Und grün haben wir hier oben. Schon krass. Also. So, fertig. So, mal gucken. Chicken Statue. Can be placed inside your house. Und ganz viel zu lesen, Leute. Was haben wir denn hier? Ja, das Buch von Marnie über Tiere. Ja, Notiz für Mutter. Wow, diese Bibliothek ist wirklich großartig geworden. Danke für deine Hilfe. Vielen, vielen tausend Dank. Journey of the Prairie King, the Smash Video Hit. Haben Sie gewusst, jeder, der bei Journey of the Prairie King gewinnt, oder der das Spiel gegen das Spiel gewinnt, bekommt automatisch einen Preis. Ja. Haben Sie das gewusst? Der Entwickler hat den Protagonisten... Ach Leute, wisst ihr was? Es ist ja jetzt einfach spät. Ich mache gerade die Aufnahme und ich habe keinen... Study on Diamond Yields. Ach, das ist einfach bloß die Quote, wie oft etwas auftaucht, was ja... Brewmaster's Guide kennen wir auch schon. Mystery of the Dwarves. Da geht es einfach darum, das kann ich euch sagen, dass die Zwerge eins mit dem
Highlights from the Book of Yoba. Mehr Marriage Guide for Farmers. Gut, da sind wir sogar schon eine Stufe weiter. Und Fisherman Act 2. Gut, haben wir doch einiges schon gefunden. Sehr schön. So, geh durch. Gut, danke. Tschüss. Gut. So, haben wir uns quasi den Arsch aufgerissen. Das Einzige, was wir dafür bekommen haben, ist ein großes Holzhühnchen. Diese Stadt ist so dankbar. Es ist der Hammer. Es ist einfach herzerwärmend, oder? So, würde ich sagen, vertick mal erstmal das ganze Zeug. Haben wir gleich bei uns in die Kiste. Und wandeln das Ganze in noch etwas finanzielle Unterstützung für uns um. Damit es zumindest einen kleinen Sinn hatte. Und dann können wir ja einfach mal so in die Mine gehen. Angeln müssen wir ja nicht. Ist ja heute Gott sei Dank mal so, dass wir es nicht müssen. Denn ich weiß ja inzwischen, was wir hier brauchen können, was nicht und so weiter und so fort. So, endlich ein paar Steine. Moment, das Iridium tun wir natürlich auch rein. Hält hier bloß noch eins für den nächsten Barren. Orange Wine. Komm, ja. Mach Peachwein. So. Ich habe gerade etwas aufploppen gehört. Wenn ich das richtig deute, wurde gerade unten von meinen guten Schweinchen getrüffelt. Das fände ich sehr großartig. Ja. Sehr, sehr nett von euch, meine kleinen Schweinchen. Sind halt ein paar gute. Da muss man ab und zu mal so die Gewerkschaft kritisieren, dann merken die das auch und läuft. Oh, gibt's schon wieder Ogrisin. Sehr schön. Wenn ihr euch fragt, wo rettet er das denn schon wieder hin? Ja, wie gesagt, Mine. Heute mal einfach, ich habe ja kein Schwert mit. Also doch nicht Mine. Oder wir holen das Schwert besser gesagt noch. Ist wahrscheinlich auch besser. Und was mir auch gerade auffällt, was ich sehr, sehr, sehr putzig finde, ist, die gute Lea hat sogar, dem alten Marek oben das Wasser ins Näpfchen getan. Das ist ja auch süß. Es liebt, dass an unseren Marek denkt. Die weiß nämlich, dass wir den lieb haben, weil Marek ist guter Hund. So, wo fahren wir hin? Machen wir mal so 75. Genau. Endlich wieder Steine sammeln und Erz. Günther. Warum nur? Günther! Ach Gott. Das Leben ist schon grausam mit so einem kompetenten Mitarbeiter. Aber gut. So, hier gibt es so ziemlich gar keinen. Das ist doch schön. So. Och, Manno. Sei doch nicht so traurig. Das ist doch total unsportlich. Könnt ihr nicht so fies, bösartig lachen oder so? So. Das wäre doch okay. Aber nein. Ich will euch doch nicht leiden sehen. Da kommt man sich doch direkt schlecht vor als Spieler. Das Spiel vermittelt die falschen Anreize zur Gewalt. Das, man könnte ja beinahe denken, dass Leute, denen Gewalt angetan wird, das nicht möchten. Also echt mal. Das wäre ja vollkommen richtig in den meisten Fällen. Nee. So. Halt bitte die Klappe. Gut. Ach, das waren die ja gar nicht. Entschuldigung. So. Alles noch da? Gut.
Mir hatte es nur unter der Nase gejuckt. So. Ja, mit diesen Skeletten habe ich direkt wieder kein Mitleid, wenn euch das beruhigt. Die haben es auch verdient. Die schmeißen ja auch mit Stöcken. Das macht man ja nicht. Seht ihr ja bestimmt genau. Die können ja ins Auge gehen, oder? Keine Ahnung. Wenn man keine Hepatitis-Impfung hat, ach. Führt alles zu weit. So. Oh, noch ein Diamant. So, hier ist auch nichts mehr. Also Silber geht echt gut weg. Muss ich sagen. Aber brauchen wir ja eh außerhalb jetzt des Bombenbaus nicht mehr so. So, die großen Steine mache ich halt kaputt. Wir werden den Stein noch brauchen, denn mir ist ja auch noch eingefallen. Wir brauchen ja auch noch. Können wir zumindest später machen. Ja, wo ist es denn jetzt? Wo habe ich das gesehen? Ich habe es schon wieder vergessen. Diese Treppen. Diese. Hier, genau. Die Staircases, die können wir ja nutzen, um uns dann in den Minen weiter runter zu arbeiten. Nicht? So. Jetzt gucke ich hier nochmal. Schleimeierpresse. 100 Pieces to Slime into a Slime Egg. It's a miracle of science. Mhm. Und 2 Iridium Bars und 100 Slime. Hatches Slime Eggs into Slimes always allows you to raise Slimes outdoors. Mhm. Aber warum sollten wir das tun? Das hat sich mir halt bisher noch nicht so durch das Spiel erschlossen. Wahrscheinlich, weil wir nicht dieses Schleimgebäude gebaut haben. Könnte man ja noch machen, aber vorher will ich lieber meine Farm umgestalten. Da warte ich dann lieber auf das entsprechende Patchen. Hier geht das irgendwie schneller. Hier sind die Steine nicht so stabil wie in der anderen Mine, wo man sich drauf tothackt. Oh, guck mal an die Fledermaus, wie sie mich früher genervt haben und wie sie jetzt einfach durch bloße Existenz stören. Schon beachtlich. So. Pass mal auf. Halt das Nervvieh. Danke. Next. Oh. Haben wieder unsagbar gute Musikbegleitung, Leute. Sehr schön. So. Ich hab's gewusst, es war eine Falle, die uns vom Eisen fernhalten sollte. Achso, und jetzt sind wir schon auf der Lava-Ebene. Das heißt, wir sehen jetzt goldenes Zeitalter und so. Genau. Feuerquarz. Das ist der Slime Rage hier unten. Ein Slime tickt aus. Demnächst bei Dragon Quest Monster. Egal. Daran erinnern mich die Slimes, jetzt weiß ich es endlich noch. Das hatte ich vor Ewigkeiten als Gameboy, also als normales Gameboy-Spiel damals noch. Dragon Quest Monsters. Großartiges Spiel. Alle anderen haben Pokémon gespielt und ich habe meine Monster verpaart, um bessere rauszukriegen. Der Hammer. Also ich habe natürlich auch Pokémon gespielt, das steht außer Frage. Aber Dragon Quest Monsters, ja, das ist in guter Erinnerung geblieben.
gab auch andere Gameboy-Spiele. So. Heute auch gut in die Mine. Muss ich jetzt mal sagen. Also hier mit konventionellen Mitteln schon 120 Steine. Das ist schön. Das ist sehr schön und erfolgreich. Aber wir sind halt auch vom Rüstungsstand her echt. Also ich meine vom Rüstungsstand her im Prinzip nur das, die Materialqualität natürlich unserer Waffen. Sonst. Genau, und jetzt wollte ich noch mal gucken, wie die großen Bomben waren. Das ist Solar Essence und genau, Solar Essence, Void Essence und Goldohren, die wir da einsammeln müssen. Also desto mehr, desto besser. Genau, die da brauchen wir da. Voll. Super. Ach ja. So. Jetzt hat er es uns aber gegeben, indem er sich hier übelst heilt. Krass, oder? Es ist soweit, Leute. Bubu-Zeit. Wir hacken noch einen Stein auseinander. Das Gold hier nehmen wir auch noch mit, natürlich. Gucken, ob es was Cooles gibt, dann bin ich auch schon weg. So. Genau. Seht ihr? Haben wir sogar noch eine Solar Essence abgesaugt. So, dann. Busstopp. Und Ronny Pony wartet auch schon. Also zurück haben wir heute wieder schön was gemacht. So. Erstmal so. So, Trick 17. Na, dieses volle Inventar ist latent störend. Aber wir haben ja noch Zeit, also nur keine Eile. Moment, kurz das. Ja, ja, komm, tu mal mit rein. Mach mal. So, next Trüffel. Germany's next super Trüffel. Blam. So, der Rest wird, wie schon gewohnt, morgen aufgeräumt. Behalten wir, ach komm weg. Behalten wir auch, geht weg. Behalten wir. Gut. Bubu-Time. Bubu. Ich mach Bubu. Was machst du? So. Level 9 Mining. Ein Kristallarium. Können wir jetzt selbst bauen. Nett. Sehr nett. Und 8600 verdient. Das ist natürlich auch was Nettes. Das ist was Nettes. So, Leute, und ich warne euch schon mal vor, nur noch 4 Folgen, dann ist Sommerpause. Sommerpause. Aber für heute war es das erstmal. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich verabschiede mich erstmal. Bis denn dann.